Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar zeige ich dir heute, was ich alles in meinen Rucksack packe, um einen Skitag gut zu überstehen. Üblicherweise machen wir ja so eine Kombination aus Piste, Abseits und ein bisschen Aufsteigen. Deshalb ist da schon einiges drin in meinem Rucksack. Wir fangen gleich mal an. Hinten habe ich den Rückenpanzer. Das ist so ein Ottobox mit Rückenpanzer. Und dann noch ein Fach, wo ich mein Wasser reintun kann. Da habe ich jetzt gerade eben schon aufgefüllt. Den Camelback. Und den packe ich direkt hinten in das Fach rein. Trinken ist einfach super wichtig. Und diese 2 Liter, die ich da meistens mit habe, die sind am Ende des Skitags auch oft aufgebraucht. Im Hochwinter, wenn es richtig kalt ist, koche ich das manchmal auch vorher auf, sodass es leicht warm ist. Also nicht komplett kochend einfüllen, aber eben warm. Dann friert es nicht ganz so schnell ein. Weil sonst kann es schon passieren, dass es auch einfriert und man das in der Gondel irgendwie mühevoll auftauen muss. So, ganz hinten soll es das schon gewesen sein. Dann machen wir da mal zu. So, das war's schon. Dann geht's weiter. Hier ist schon drin so ein bisschen Proviant, 3 Skikekse, Sonnencreme, falls man mal vergisst, sich vom Skifahren einzuschmieren, ein Labello, kann auch nie schaden, ein Taschenmesser für die Jausen und Bonbons. Ach ja, und seitdem ich mal total Migräne bekommen habe, habe ich auch eine Schmerztablette mit dabei. Aber die müssen nicht unbedingt sein. Dann geht es noch weiter mit Energieriegelchen. Und Heizpads für meine Füße, da ich mir die ja schon manchmal eingefroren habe. Und die helfen mir einfach am besten, wenn ich richtig kalte Zehen habe, tue ich die rein. Die werden von selber warm, wenn die an die Luft kommen und halten dann wirklich den ganzen Tag. So, dann tue ich noch rein meine Lawinenausrüstung. Das ist zum einen der Lawinenpiez. Der sollte natürlich am besten am Körper sein. Ja, ich habe ihn meistens im Rucksack. Dann meine Felle zum Aufsteigen. Die tue ich eher nach unten, weil so oft braucht man die ja dann doch nicht. Dünne Handschuhe zum Aufsteigen. Zu meinem Lawinenpieps dazu noch Schaufel und Sonde, weil der Pieps ohne Schaufel und Sonde bringt auch nichts. Ein Freeride Ink Austria Stirnband zum Aufsteigen ebenfalls. Und meine Handschuhe, Helm und Skibrille hänge ich auch erstmal an den Rucksack, da ich die jetzt ja zum an die Gondel gehen noch nicht unbedingt anziehe. Was natürlich auch noch super gut wäre, ist, wenn du ein Erste-Hilfe-Set im Rucksack hast. Ich habe jetzt in meinem Fall keins dabei, weil das der Martin dabei hat und wir finden, eins pro Gruppe reicht uns jetzt mal. Meins ist im Bike-Rucksack, beim Biken hab's ich dafür dabei. So, das war's auch schon. Alles drin im Rucksack. Und für mich hat er immer noch eine gute, sinnvolle Größe, sodass ich ungestört damit Skifahren kann. Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich natürlich über Kommentare und wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn du weiterhin irgendwie Videovorschläge haben solltest, lass mir gerne einen Kommentar da und schreib mir, was ich machen soll. Ich würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.